Ja, also erstmal, ich bin André, kann mal kurz zwei Worte zu mir erzählen. Ich bin Informatiker, Mathematiker und habe seit 2 Jahren ein eigenes Startup und bin auch ein bisschen in der Krypto-Geldszene unterwegs, Blockchain-Stuff. Und wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, was das alles angeht, von Mathematik, Informatik, Blockchain, Startups, dann könnt ihr mich immer fragen. Keine Angst haben. Ja, erstmal, was ist Freifunk? Freifunk ist ein freies Netzwerk, an dem jede teilnehmen kann. Es ist ein Stück selbstgebautes Internet. Ich erkläre das gleich genauer, wie das funktioniert. Das Coole ist, dass es halt allen gehört, die dabei mitmachen. Das ist im Prinzip also ein Gemeingut, genauso wie alle Daten, die in der Wikipedia sind. Die gehören auch keiner Einzelperson, sondern allen zusammen. Und bei Freifunk kann man ziemlich einfach mitmachen. Das Einfachste ist, indem man einfach das Freifunknetz benutzt, was irgendwo hier zum Beispiel in Berlin immer mal wieder aufpoppt. Das ist natürlich sehr einfach. Einfach Freifunk, berlin.freifunk.net auswählen, zack, dann bin ich im Freifunknetz drin. Und in der Regel habe ich darüber auch Internetzugang. Das Coole bei Freifunk ist aber, dass man das Netz auch selber erweitern kann. Nämlich mit einem eigenen Freifunk-Router. Und ich kann auch einen Internetzugang teilen. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel meinen Nachbarn oder dem gesamten Freifunknetz meinen Internetzugang zur Verfügung stellen. Das ist auch ziemlich einfach. Und ich kann auch eigene Inhalte im Freifunknetz zur Verfügung stellen. Zum Beispiel kann ich eine Webseite da betreiben, ich kann Server da reinstellen, Spieleserver. Alles, was man halt im Internet machen kann, kann man auch im Freifunknetz machen. Das ist jetzt die ganz kurze Zusammenfassung, was Freifunk ist. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, warum denn überhaupt Freifunk? Warum braucht man das? Einen Grund gab es ja gerade eben schon in der Anmoderation, dass wenn das Internet mal wieder ausfällt, dann schreien immer alle. Freifunk ist eben halt unabhängig und dezentral. Ich habe schon gesagt, dass es allen gehört. Aber das Coole ist auch, dass es keinen Single Point of Failure gibt. Das heißt, ich kann nicht einfach einen einzelnen zentralen Knoten abschalten und dann geht gar nichts mehr. Sondern was passiert bei Freifunk ist, wenn ich einen Knoten rausnehme, oder der ausfällt oder ich den kaputt mache oder was auch immer, dann ist das Netzwerk selbst heilend. Es sucht sich halt andere Routen für die Daten. Und es funktioniert auch ohne den Rest vom Internet. Das heißt also, wenn das Internet irgendwie blockiert würde oder aus einem technischen Grund irgendwie nicht funktioniert, kann man immer noch über ein Freifunknetz kommunizieren. Und ich zeige auch mal gleich, wie das in Berlin aussieht. Man kann hier stadtweit kommunizieren darüber. Freifunk ist ein offenes Netzwerk. Jeder kann das Netzwerk benutzen und auch erweitern. Es ist für mich ganz wichtig, dass es halt ein soziales Projekt ist. Also wir teilen halt Wissen. Das ist auch eins unserer Ziele, dass wir das Wissen nicht nur für uns selber behalten, sondern eben weitergeben. Deswegen bin ich auch heute hier. Man teilt Internetzugänge. Das ist teilweise sehr wichtig in zum Beispiel auch Flüchtlingsunterkünften, die wir halt mit Freifunk versorgen. Es gibt mittlerweile hunderte Flüchtlingsunterkünfte, wo eben die Geflüchteten über Freifunk-Internetzugänge surfen können und somit ihr unserer Meinung nach das Grundrecht auf Internetzugang bekommen. Das Freifunknetz ist unzensiert, alle Daten fließen dort frei, es gibt keine Bevorzugung von bestimmten Daten oder ähnliches und es kann nicht einfach abgeschaltet werden. Auch super ist, dass Freifunk einfach total hackbar ist. Also man kann einfach rumexperimentieren bis zum geht nicht mehr an Netzwerken. Wenn man irgendwie ein Interesse hat an Netzwerken, kann man halt mit allem rumspielen. Und so bin ich auch da reingekommen. Freifunk basiert auf einer Technologie, die sich Mesh-Netzwerk nennt. In der Theorie funktioniert das so. Ich habe so ein Freifunk-Router, ich nenne mal Knoten, also einen Knoten, der würde jetzt anfangen, jede Sekunde ein Paket rauszuschicken, das im Prinzip sagt, hello, hier, ich bin hier. Und damit informiert er eben alle erreichbaren Knoten in der Nachbarschaft darüber, dass es diesen Router gibt. Und
andere Router empfangen eben diese Pakete, wissen dann, aha, cool, da gibt es jetzt hier diesen Router hier, nennen wir ihn mal, was weiß ich, Hans. Hans existiert und jetzt kann der andere Router auch sehen, ah, da gehen jetzt irgendwie ab und zu mal Pakete verloren. Das passiert bei WLAN leider permanent, dass Pakete verloren gehen, weil eben im WLAN alle gleichzeitig versuchen zu senden. Kommen manchmal Pakete nicht an und die Signalqualität schwankt halt ziemlich stark. Das kennt ihr ja sicherlich alle, dass WLAN manchmal einfach nicht funktioniert. Nachdem sich zwei Router irgendwie so kennengelernt haben, tauschen die Informationen aus. Also sagen wir mal, hier haben wir jetzt den Karl und dann haben wir hier drüben irgendwo Lisa, den anderen Router. Und diese zwei Router tauschen jetzt untereinander aus, welche anderen Router sie noch sehen können. Zum Beispiel hinter Karl könnte halt irgendwie noch ein ganz riesiges Netzwerk stecken und hinter Lisa auch. Und die beiden, die tauschen diese Informationen aus, sodass eben beide Router dann eine eigene Sicht auf so ein globales Netzwerk bekommen. Und die tauschen auch aus, welche anderen Netzwerke sie erreichen können, zum Beispiel Internetzugänge oder irgendwelche IP-Subnetze und so weiter. Und dann berechnet jeder Router für sich selber, was ist der optimale Weg zu diesen Zielnetzen. Also zum Beispiel, was ist der optimale Weg zu einem Internetzugang? So, also in der Theorie sieht das halt so aus, sagen wir mal, man möchte jetzt von dieser Seite hier, also jeder Punkt ist ein Router, die Kreise symbolisieren die Reichweite und die Striche dazwischen eben Verbindungen zwischen den Routern, also dass sie direkt miteinander kommunizieren können. Und jetzt möchte ich halt von ganz rechts nach ganz links kommunizieren, also ein Paket schicken. Sagen wir mal in so ein IP-Paket, da steht so eine IP-Adresse drin, 192.168.01 oder sowas. Und das schicke ich hier los und dann gibt es ja hier nur eine Möglichkeit, das muss halt an den nächsten hier geschickt werden. Dieser Router guckt wieder selber nach, wie kommt das Paket am besten auf die andere Seite. Da hat er jetzt zwei Möglichkeiten und so weiter. Das wird hier in der Mitte ein bisschen komplizierter, da müssen die Router eben wirklich sich überlegen, wo wird es am besten hingeschickt. Aber am Ende erreicht das Paket halt das Ziel. Und das Coole halt jetzt an Freifunk ist, dass wenn ich einen Knoten da rausnehme, sagen wir mal hier in dieser dicken Wolke, sagen wir mal den hier, den nehme ich jetzt raus. Und wenn der vorher Teil dieser Route war zu dem Ziel, dann wird es einfach über einen anderen Router geroutet werden. Ja, das Netzwerk, das erkennt es halt automatisch, weil die Router eben permanent immer Hello sagen. Wenn sie halt aufhören, Hello zu sagen, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr da. Oder da ist auf einmal ein LKW oder sowas zwischen den beiden Routern aufgetaucht. Passiert auch. Und das ist eben diese selbstheilende Eigenschaft. Und also das nennt man halt so ein Mesh-Netzwerk. Und in der Theorie sieht es halt so aus, in der Praxis eigentlich ganz ähnlich. Es sieht halt ein bisschen chaotisch aus manchmal. Das ist jetzt hier das Freifunknetz über Berlin. Die einzelnen Punkte sind halt Freifunkrouter oder Cluster von Freifunkroutern. Da stehen immer so Zahlen drin, hier so 37. Das heißt also 37 Freifunkrouter sind an dieser Stelle. Und diese ganzen Verbindungen sind tatsächlich WLAN-Verbindungen. Ja? Und hier haben wir jetzt teilweise Verbindungen von hier nach hier in Prenzlberg. Das sind so 5 Kilometer oder sowas. Und das sind wirklich WLAN-Verbindungen, das heißt, das geht jetzt nicht übers Internet oder sowas, sondern da sind wirklich Router auf dem Dach, die diese Verbindungen über 5 oder bis zu 10 Kilometern herstellen. Ich glaube, der Rekord ist gerade bei 10 bei uns. Ich erzähle immer hier die ganze Zeit irgendwas von Freifunkrouter, aber was ist denn überhaupt so ein Freifunkrouter? Ist eigentlich ein ganz stinknormaler Router, also das hier ist so ein handelsüblicher Router, kostet irgendwie 40 Euro. Und der wird einfach nur zum Freifunkrouter, indem man halt die Freifunksoftware darauf installiert. Die Freifunksoftware oder Freifunkfirmware, wie wir das manchmal nennen, ist so ein Mini-Linux für WLAN-Router. Das basiert auf OpenWRT oder LEED. Kennt das jemand? Ja, cool. Das ist wirklich eine sehr kleine Linux-Distribution, die halt mit wenig Speicher auskommt. Und wenn man eben das installiert, dann kriegt man so einen Webassistenten, wo man IP-Adressen und so weiter einrichten kann. Da klickt man sich durch und innerhalb von 10 Minuten hat man diesen
handelsüblichen Router zu einem Freifunkrouter gemacht. Auf der technischen Seite benutzen wir OLSR. Das ist ein Programm, was eben diese Routing-Entscheidungen macht, also im Prinzip, was dieses Bild dann nachher erstellt. Also für jeden Knoten selber berechnet, was ist der optimale Weg, um ein Paket ans Ziel zu bringen. OLSR ist das eine und das andere ist Batman. Das unterscheidet sich darin, dass das eine auf IP-Level, also Layer 2, Layer 3 operiert und Batman auf Layer 2. Ich erkläre es gleich noch ganz kurz, was es bedeutet. Zuerst mal ein paar Bilder. Also Freifunkrouter kommen in allen Größen. Das ist so ein ähnliches Gerät wie das, was ich gerade gezeigt habe hier. Das ist so ideal, wenn man mal einfach damit anfangen will, sich das zu Hause auf die Fensterbank stellen möchte oder so. Dann kann man aber natürlich ein bisschen weitergehen. Wenn man zum Beispiel einen Park versorgen möchte oder einen Hinterhof oder einen Schulhof oder sowas, dann kann man andere Router benutzen, die auch outdoor-fähig sind. Also ich habe hier mal so ein Teil mitgebracht, so sieht das aus. Das kann man einfach draußen irgendwo hinhängen, versorgt man mit Strom über ein Netzwerkkabel und dann funktioniert es genauso wie halt dieser einfache Router, den ich davor gezeigt habe. Dann kann man das noch weiter drehen. Also mit diesem Gerät kann man so bis zu, ich sag mal, einen Kilometer oder zwei locker funken. Dann gibt es halt noch solche Geräte hier. Das sind so Parabolantennen. Da habe ich auch mal eins mitgebracht hier. So sieht das aus. Damit kann man dann halt schon bis zu 10 Kilometer weit funken. Der einzige Unterschied, also das ist alles WLAN-Technik. Das ist nichts Spezielles so gesehen. Das Einzige, worin sich diese Router unterscheiden, ist wirklich die Antennenform. Also in dem Fall hier wird eben das Signal sehr stark gebündelt. Also alles, was halt auf diese Parabolschüssel fällt, wird dann halt auf diesen Punkt in der Mitte fokussiert. Bei dieser Panel-Antenne hat man halt irgendwie so einen Öffnungswinkel von etwa 60 Grad oder sowas. Also darin unterscheiden sich die ganzen Antennen. Aber im Prinzip ist es alles wirklich normales WLAN. Und die Geräte sind auch nicht besonders teuer. So eine Schüssel kostet 80 Euro ungefähr. So, und das kann man natürlich auch alles irgendwie zusammenstöpseln. Das ist ein Bild vom Rathaus Kreuzberg hier in Berlin, wo wir eben einen relativ großen Standort aufgebaut haben. Da sieht man halt ganz oben Antennen, die sind dafür da, dass eben die Leute lokal auf der Straße einfach ins Freifunknetz kommen. Dann darunter diese Panel-Antennen, um andere Häuser anzubinden. Und dann gibt es ein paar Schüsseln, die eben dafür da sind, Rechenzentren anzubinden oder andere Standorte. Wir haben auch ziemlich coole Projekte an Schulen gemacht hier. Das ist hier am Andreas-Gymnasium. Da haben wir zusammen mit den Schülern und Schülerinnen eben eine Freifunkinstallation auf dem Dach gemacht. Und dann haben die... Fanden die das so cool, nachdem die Dachinstallation fertig war, haben die dann noch selbstständig das ganze Schulgebäude von innen versorgt. Also ich glaube, da laufen jetzt irgendwie so 100 Router oder sowas. Die sind wirklich aktiv. Und ja, das Schöne war halt, dass wir das halt nur am Anfang einmal ein bisschen erklärt haben und dann haben die das wirklich selbstständig gemacht. Also das ist genau so dieser Wissenstransfer, den wir sehr gerne machen und das hat allen wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ganz kurz zur Technik. Also bei WLAN gibt es eben zwei Frequenzen, die wir benutzen. 2,4 GHz ist ideal, um so Endgeräte wie so ein Telefon oder sowas anzubinden. Das kann halt jedes Gerät, aber leider ist 2,4 GHz total, wie sagt man das auf Deutsch, overcrowded, überbelegt. Zu den Antennen habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt. Es gibt verschiedene Typen, Rundstrahler, Panel-Antennen oder diese Parabol-Antenne. Es gibt noch ganz viele andere Antennentypen, die sehen teilweise sehr freaky aus. Und es macht auch sehr viel Spaß, mit denen rum zu experimentieren. Kann man auch selber mal was löten und sehr viel über Physik lernen. Habe ich nie gemacht, diese Antennen basteln, aber es sieht nach sehr viel Spaß aus. Noch kurz zu den Mesh-Protokollen, OLSR. Habe ich schon kurz gesagt, das operiert auf Layer 3. Das bedeutet, dass man dort nur mit IP-Adressen zu tun hat. Also es verbindet IP-Subnetze. So funktioniert auch das gesamte Internet. Also im Internet gibt es eben viele IP-Netze.
Und normalerweise verbinden eben halt so Protokolle wie BGP diese, diese verschiedenen Subnetze. Bei Freifunk macht das eben OLSR. Und OLSR berechnet dann immer den kürzesten Weg zu jedem bekannten Subnetz. Ja, jeder Router weiß selber immer genau, was ist der kürzeste Weg, um ans Ziel zu kommen. Und berechnet, bezieht damit dabei auch die Qualität von den Linkstrecken mit ein. Batman ist ziemlich anders. Das operiert auf Layer 2. Also wem das nicht sagt, das, ihr habt vielleicht schon mal alle irgendwo so eine MAC-Adresse gesehen. Das ist halt ein Level darunter. Das ist halt sehr nah an der Hardware. Und das ist, Batman funktioniert so, als wenn alle Geräte an einem großen Switch hängen würden. Ja? Wenn ihr halt irgendwie alles in einen großen Switch stecken würdet, dann können sich natürlich alle miteinander unterhalten. Aber das funktioniert eventuell nicht mehr ganz so gut, wenn das tausende Geräte sind. Das ist sehr schön, wenn es ein kleines Netzwerk ist, weil es eben erlaubt, dass sich Clients von einem Access Point zu einem anderen bewegen können. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ganze Internet würde an einem Switch hängen, dann wäre das nicht so cool, weil sehr viele Geräte Unsinn in Netzwerke reinpusten. Zum Beispiel so ein Drucker announced dann alle 10 Sekunden, hey, ich bin übrigens HP DeskJet, bla bla. Und das muss ja nicht das gesamte Internet wissen. Das war es erstmal von meiner Seite. Kay, thanks, bye. Das ist natürlich Quatsch, weil ich noch hier bin und ihr könnt mir auch jederzeit Fragen stellen. Und nicht nur zu Freifunk, sondern wie gesagt zu allem von Mathematik über Informatik und so weiter. Ja, danke. Gibt es Fragen? Nicht nur zu Freifunk. Ja, also ich bin auch, wie gesagt, später noch hier und sprecht mich einfach an. Okay, danke.